Hallo Leute, der neue RPG-Maker MZ-Trailer Nummer 1 ist da. Er ist etwas unterwältigend, wie man auch an den Bewertungen erkennt. Aber wir gucken ihn uns trotzdem jetzt an. Okay, Spaß beiseite, ich bin Donnef204 und Film ab. So, Leute, das war schon der Trailer. Ähm, man hat nicht viel gesehen, aber. Upsala, stopp, wir machen mal kurz Pause und den Ton aus auf jeden Fall. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall was zu sehen und das habe ich natürlich schon zum großen Teil entdeckt, denke ich mal, für euch. Und ich habe mir jetzt die Kommentare nicht durchgelesen, vielleicht stehen da noch ein paar andere Tipps. Ähm, auf jeden Fall einen Daumen nach oben gebe ich dem Video hier. Das, der Link zu dem Video wird auf jeden Fall in der Videobeschreibung sein. Könnt ihr auch direkt zum offiziellen Video von RPG Maker ähm, Web gehen und dort auch mal einen Daumen nach oben geben. Und meinem Video jetzt auch am besten. Das wäre cool. So, kommen wir mal ähm, zum RPG Maker. Ich habe mir den Trailer schon angeguckt und habe natürlich schon ein bisschen was... Ähm, Rausgefunden. Auf jeden Fall seht ihr hier nochmal ein paar Maps. Naja, ja, nichts weltbewegendes, aber da ist auch eine so, Map von einer Stadt dabei. Und das sieht ja wirklich eigentlich ziemlich cool aus an sich. Ähm, die Farben sind natürlich, wie gesagt, etwas grell. Das hatte ich ja schon beim äh, letzten Video angemerkt, aber es geht. Vielleicht liegt es auch ein bisschen noch am Video, dass es vielleicht noch ein bisschen greller aussieht, als es eigentlich am Ende ist. Ähm. So sieht das Ganze jetzt aus. Dann habe ich noch ein paar Sachen rausgefunden. Hier dieses Ofenrohr zum Beispiel. Ach, Ofenrohr sei schon dieser Schornstein. Sieht etwas anders aus als beim MV. Hier beim MV sind es zwei Schornsteine. Und hier beim MZ ist es ein länglicher. Ich denke mal, den, nur das obere Stück kann man dann auch auf so ein Dach setzen. Und das sieht trotzdem gar nicht mal schlecht aus. Und dann habt ihr für die Seite auf jeden Fall nochmal so ein Undock. Ding, damit ihr es auch so an die Seite ranpappen könnt. Ist eigentlich an sich eine coole Sache. Ähm, ansonsten ist mir da jetzt keine große Änderung aufgefallen. Es sind halt andere Grafiken, aber vom Sinn her ist es das Gleiche. So, dann machen wir weiter und dann werdet ihr mal etwas ganz Merkwürdiges entdecken. So, wartet. Ich muss das gut abpassen. Den Moment. So, zack. Dieses, ähm, Haus taucht plötzlich auf. Ups, das, äh, weil vorher ist das nämlich, ähm, so, diese Grafik und dann einfach schwupp, plötzlich ändert sich das. Ich habe keine Ahnung warum. Ist mir aber auf jeden Fall aufgefallen. Aber auch erst beim zweiten Mal gucken des Trailers. Ähm, wir machen mal Vollbild. Ähm, gut, da haben wir auf jeden Fall ein Skelett, ein Fass, Steine. Hm, ja, nichts Besonderes. Ähm, würde ich jetzt einfach mal meinen. Hier seht ihr dann nochmal eine grüne Burg. Hat mich etwas irritiert, warum da eine grüne Burg ist. Ja, sieht irgendwie merkwürdig aus. Aber ich habe vielleicht die Vermutung, dass man im, äh, hier in der Database beim äh, 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 Kachelsets vielleicht tatsächlich ein bisschen an den Farben rumspielen kann, weil groß anders kann ich mir das gar nicht erklären. Das sieht nämlich wirklich merkwürdig aus, die Farbe. Und auch die Dächer sind nur in Grün verfügbar. Hier sieht man das gelbe Dach auf jeden Fall von hier. Hm, keine Ahnung, könnte möglich sein, kann aber auch sein, dass es wirklich eins zu eins so drauf ist. Beim wie war das Ganze noch? Lila sah auf jeden Fall ein Stück schöner aus, finde ich jetzt. Hm, ja, gut, ist sicherlich Geschmackssache, spielt keine Rolle für uns persönlich jetzt. So, machen wir weiter. Dann haben wir den nächsten Hinweis. Ähm, ah, genau. Dann haben wir hier rechts solche lustigen Pfeile im Charakter-Editor. Und die sind dafür da, um bestimmte Objekte zu verschieben. Die gibt es, Diese Pfeile gibt es tatsächlich nicht. Auf Figurenerzeuger, nicht Charakter-Editor, Entschuldigung. Figurenerzeuger heißt das. Diese gibt es hier noch nicht im MW und die sind neu im MZ. Und werdet ihr gleich sehen, hier wird sich gleich bei einer anderen Figur gleich der Mund und die Nase ein bisschen verschieben. Werdet ihr gleich sehen. So, genau da. Habt ihr es gerade gesehen, wie die Nase sich... Das kann ich immer schlecht zeigen. Ah, ihr habt es sicherlich gesehen. Ähm, und ich zeige es nochmal, wenn ich die Stelle finde. Ihr werdet es gleich sehen. Achtet einfach drauf. Da bewegt sich der Mund und die Nase. Habt ihr sicherlich gesehen, wenn ich... Ähm, Guckt es euch einfach nochmal ein paar Mal an. Und... Das kann man dann über diese vier Buttons machen, halt die einzelnen Objekte verschieben. Und dadurch kann man halt die, die Position der Nase, des Mundes und der Augen etc. anpassen. Ist eine coole Sache, kann man auf jeden Fall mal machen. Gut, next. Ähm, dann würde ich sagen, hat sich das hier nicht geändert. Das hat sich auch so ziemlich nicht geändert. Ich habe es jetzt nicht alles übersetzt, um Gottes Willen, ich habe gar nichts davon übersetzt. Ähm, aber sieht ziemlich gleich aus. Auch drei Seiten. Ähm, bei dem Menü, bei dem hier. Hat ja vermutet, dass vielleicht noch eine vierte Seite hinzukommt. Ist aber nicht der Fall. Also werden wahrscheinlich dieselben Befehle auch zu sehen sein. So. Ähm, genau. Dann sieht man hier kurz das Texteingabefeld. Exakt dasselbe. Hat sich nichts geändert. Hier hat sich alles nichts geändert. Alles das gleiche. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten auf die Schnelle. Ähm, hier sieht man nochmal eine Map. Sieht doch relativ schön aus. Relativ. Aber ist okay, kann man mit leben. Dann aber ist auf jeden Fall nochmal eine entscheidende Sache. Hat man das vorher schon gesehen? Ja, das hat man vorher auf jeden Fall schon gesehen. Genau. Ähm, sieht man hier, ist auf jeden Fall die Map, die gerade eben gezeigt wurde. Und wir sind gerade im ähm, hier Event-Modus. Und da sieht man tatsächlich eine Auflistung. Events, die auf der Map sind. Und das gibt es beim MV definitiv noch nicht. Ähm, wenn wir im Event-Modus sind, so wie ich gerade, ist nämlich hier einfach das Tileset zu sehen, genau wie im Mapping-Modus. Und im, im Set wird es so sein, wenn ich im Event-Modus bin, ist hier tatsächlich eine Liste mit Events, also allen Events, die auf der Map sind. Und im Mapping-Modus ist dann tatsächlich hier die Map zu sehen. Auf jeden Fall eine coole Sache. Und und eine sinnvolle Erweiterung. Gerade wenn man hier wirklich 18 oder 20 oder 30 Events hat auf einer Map, auf einer Stadt zum Beispiel, Türen, etc. pp, Menschen und so weiter. Und man will vielleicht ein paar Sachen ändern, dann ist das eigentlich ganz simpel zu machen. Man sieht ja auch, die oberen haben keine Eventnamen, aber hier unten sieht man auch, die Eventnamen werden angezeigt und daneben die Eventnummern. Kann man gut erkennen, denke ich mal. Ähm. Genau, und dann sieht man auch, es ist der gleiche Name, wie hier oben drin steht. Es ist wirklich dasselbe Event. Ich denke mal, per Doppelklick wird man dann einfach in die Events reinkommen. Praktisch, sehr, sehr praktisch. Erhöht auf jeden Fall teilweise den Workflow, würde ich jetzt behaupten. So, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, dann haben wir hier die Database. Was ich gesehen habe gerade, ist mir beim ersten Mal gucken nicht aufgefallen, vorhin. Dass hier ähm, Wortvorschläge angezeigt werden. Ob das dann auch im Deutschen möglich ist, ist dann wieder so eine andere Geschichte. Ähm, aber scheint eine coole Sache zu sein. Quasi so eine Art Autokorrektur. Ähm, ähm, nur, dass man dann wahrscheinlich ähm, draufklickt und nicht automatisch ausgetauscht wird. Ähm, also man kriegt auf gut Deutsch Vorschläge angezeigt, vielleicht. Kann ich jetzt nicht ganz deuten, was da zu sehen war, aber das wäre eine Option. So. Dann sehen wir hier auf jeden Fall die Database. Ähm, Gerade eben die Monsters. Was waren auch noch andere Database-Sachen zu sehen auf jeden Fall? Vielleicht kann ich das gut pausieren. Genau. Hier sieht man ähm, die Skills. Und. Naja, das habe ich nicht schnell genug geschafft. Ist egal. Man sieht, glaube ich, auch noch die Items, aber es spielt keine Rolle. Wie gesagt, habe ich nicht schnell genug geschafft. Hier sind. Ähm, kann ich das geschafft, wie das mir jetzt noch zu zeigen? Sorry, wenn ich das nicht. Das ist schwer zu pausieren manchmal. Ich könnte aber auch. Ja, genau. Wunderbar. Hier sind die Items. Ha, wunderbar habe ich die Items gefunden. Ähm, das sind die Items. Ha, haben sich nicht verändert. Skills und Items exakt dasselbe. Hat sich nichts verändert. Was sich aber verändert hat. Ist, hier ist ein neuer Menüpunkt hinzugekommen. Wir haben nämlich hier 16 Menüpunkte, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Und beim MV sind es nur 15. Also kam ein neuer Menüpunkt hinzu. Euch wird vielleicht einer ins Auge fallen, der mehr oder minder fast doppelt ist. Das ist der hier. Einmal System 1 und einmal System 2. Beim RPG Maker MV haben wir nur einmal System. Also gibt es diese ganze Seite quasi nochmal mit neuem Inhalt. Vielleicht endlich meine lang ersehnte, ich weiß, ich wiederhole mich, aber Auflösungseinstellung ohne Plugin. Das wäre doch mal eine schöne Sache und sollte im Jahr 2020 definitiv möglich sein. Gut, next. Ähm, was haben wir noch so Neues? Oh, da war nochmal eine Map zu sehen. Ah, die kriege ich wahrscheinlich niemals pausiert. Ich kann nochmal kurz die Geschwindigkeit runterstellen. Ähm, ups. Äh, Wiedergabegeschwindigkeit mal kurz auf 25%. Dann müsste ich es eigentlich packen. Ups. So. Na komm. Zeig mir die Map. Gib mir die Map. Du willst das doch auch, auch. Du willst mir die Map zeigen. Man sieht auf jeden Fall hier. Da. Da ist die Map. Ähm, sieht auf jeden Fall auch sehr schön aus. Ist jetzt nichts berauschendes. Aber fällt mir jetzt spontan auch nichts auf. Habe ich aber vorhin zum Beispiel noch nicht offen gehabt, die Map. Wollte nur mal gucken, ob da irgendwas drauf zu sehen ist, was ich noch nicht kenne, aber nicht wirklich. Gut, hat sie das auch erklärt. Dann kommen wir zum Animationsbildschirm. Und der hat sich definitiv verändert, wie ihr seht. Und der sah im RPG Maker MV. Sah der noch. Upsala, sah der noch so aus. Und im MZ sieht er so aus. Und nicht nur die Optik hat sich verändert, da hat sich wirklich was verändert. Ähm, die ganze Funktionsweise hat sich verändert, ähm, etc. pp. Ähm, man kann jetzt zum Beispiel scheinbar auch über die x- und y-Position hier, über die ähm, direkten Zahleneingaben, die Position der Animation festlegen, während man hier im RPG Maker MV das Ganze zwar verschieben kann, aber hier kann man nicht irgendwie irgendwas eingeben. Man sieht zwar die Zahlen, aber man kann sie nicht manuell ändern, außer durch Verschieben. Und das ist halt Mist. Und das ist halt schon eine coole Sache. Und noch viele andere Sachen sind anders. Zum Beispiel ist jetzt der Sound und das Bildschirmflackern getrennt. Vorher im MV und auch im XP etc. Waren das, war das immer in einem, in einem Feld zusammengefasst. Und jetzt ist es halt getrennt. Ist eine tolle Sache. Und ja, dann kann man scheinbar auch skalieren. Hier Höhe und Breite wird das heißen, denke ich mal. Und das ging beim MV auch nicht. Also es sind schon einige zusätzliche Funktionen hinzugekommen. Und man muss das Ganze dann natürlich noch in der Praxis sehen. Sieht man jetzt auf die Schnelle in dem Video nicht. Das ist jetzt, sind jetzt wirklich nur ein paar Sekunden der Take. Und da kann man jetzt nicht wirklich viel raussehen. Aber ihr seht auf jeden Fall auch das Gegnerdesign könnt ihr gut erkennen. Ähm, Habe ich fast vergessen zu erwähnen. Auf jeden Fall, ja, eine coole Sache. Und ähm, ja, dann seht ihr hier kurz mal einen Testkampf mehr oder weniger, beziehungsweise. Ähm, den Start des Kampfes. Und das war's schon mit dem Trailer. Wir sind wieder durch. Ähm, wie viele Minuten habe ich jetzt erklärt? 13 Minuten, 14 Minuten? Äh, ich denke mal, mit Trailer angucken, der ja auch eine Minute lang ist, ähm, ist das ganz okay. Ich denke mal, wir haben soweit alles so halbwegs durchgekaut, was zu sehen ist. Hier die Map ist zu sehen. Und ähm, ähm, ja, die Pfeile hier oben sind auf jeden Fall cool und interessant. Es ist eine kleine Änderung, aber manchmal sind auch die kleinen Änderungen eigentlich auch wesentlich sinnvoller als manch komplette Overhols. Ähm, hier sieht man die Eventliste nochmal, die ist wirklich praktisch und auch eine sehr schöne. schöne Ach ja, eins habe ich noch vergessen, das wollte ich noch zeigen. Ähm, aber. Genau, genau, da sieht man es hier gibt es einen Menü-Button. Ha! Den habe ich nämlich auch noch entdeckt gehabt. Im F Spielefenster gibt es einen Menü-Button. Zack, da ist er. Und scheinbar kann man dann darüber das Menü aufrufen. Das ist im MV auch nicht der Fall. Und... Zumindest nicht, dass ich wüsste. Und dementsprechend ist es dann tatsächlich schon ein bisschen mehr auf Touch ausgelegt, das Ganze. Und... Vielleicht kann man da auch selber ähm, sich Buttons zurechtfriemeln, vielleicht im zweiten Systemordner, ähm, die dann angezeigt werden und mit irgendwelchen Funktionen versehen werden können. Zum Beispiel irgendwelche Funktionen von gewöhnlichen Ereignissen etc. Ähm, würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Ihr wisst, ähm, man kann auch schnell enttäuscht werden, aber möglich wäre es. Aber... Es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man es dann wahrscheinlich per Plugin relativ simpel lösen kann, weil ja die Schnittstellen mehr oder weniger bereits im RPG Maker dafür existieren. Ähm, also auf jeden Fall das wird gehen. Also das wird dann auf jeden Fall gehen, dass man es äh, per Plugin relativ äh, schnell, wenn man ein bisschen programmieren kann. Selber hinkriegt, ohne dass man da jetzt im Internet suchen muss und sich ein kompliziertes Plugin raussuchen muss. Aber kann auch sein, wie gesagt, dass im Systemeinstellungsordner ähm, dann irgendwo was zu finden ist. Aber wie gesagt, ähm, so für Maus- und Touch-Steuerung ist das eigentlich nicht schlecht, dass da ein Menübutton ist. Ist eine gute Sache. Kann man, kann man machen. Definitiv. Gefällt mir eigentlich. Vielleicht kann man ihn auch an- und ausschalten. Ähm, gut, das wollte ich noch zeigen, habe ich verges fast vergessen. Aber mir ist es nochmal eingefallen. In Gesprächen scheint er auch aus zu sein. So, hier im Gespräch ist er nicht zu sehen. Sie, sie, ihr seht hier nochmal die Face Sets. Sieht relativ schnicker aus. Ich weiß nicht, ob das der Hauptcharakter ist hier mit dem blauen Haaren, aber wahrscheinlich nicht. Das wird der sein, den wir ähm, hier auf der Map sehen. Der hier wird denke ich mal der Hauptcharakter sein. Ähm, also der Standard Hauptcharakter. Ähm, gut, das war's dann aber wirklich. Sonst ist da eigentlich nicht viel zu sehen. Die Firmennamen noch und das war's. Tschüsseli. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass euch äh, meine kurze Zusammenfassung gefallen hat. Lasst einen Daumen da, sowohl hier als auch bei mir. Könnt ihr auch, für mich, äh, mag ich nicht äh, für den Trailer geben. Mir gefällt der Trailer an sich. Man weiß ja, es ist Trailer Nummer 1. Da kommt auf jeden Fall nächste Woche Donnerstag. Wahrscheinlich der nächste Trailer. Könnt ihr auf jeden Fall auch wieder an meinem Kanal vorbeischauen. Nächste Woche Donnerstag werde ich dann den nächsten Trailer dann zerlegen für euch. Ähm, gut. Tschüsseli, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und lasst einen Daumen nach oben bei mir. Und hier könnt ihr von mir aus auch einen Daumen nach unten, wenn euch der Trailer nicht gefallen hat. Aber für den Trailer kann ich nichts, okay? Also hatet mich nicht für den Trailer. Also nicht für den Inhalt des Trailers. Okay, Tschüsseli.